Jetzt wird eine Gleichung gegeben, und zwar diese hier. Und die Aufgabe besteht darin, diese Gleichung zu interpretieren. Also was drückt sie aus? Das soll man verbalisieren. Und dann soll man diese Gleichung auch noch überprüfen, ob sie für einen bestimmten oder anhand eines bestimmten T-Werts soll man feststellen, ob die Gleichung stimmt oder nicht. Erstmal zur Interpretation. Ich decke vielleicht mal die 350 ab. Diese Aussage hier würde bedeuten, also das Volumen zu einem bestimmten Zeitpunkt ist genauso groß wie das Volumen nach 6 Stunden. Also das würde bedeuten, dass sich das Volumen alle 6 Stunden sozusagen wiederholt, genauso groß ist wie 6 Stunden zuvor. So eine ähnliche Beziehung kennt ihr vom Sinus. Ja? Statt 6 steht dann da 2 Pi und alle 2 Pi macht der Sinus dasselbe, hat er den gleichen Y-Wert. Jetzt kommt noch die 350 dazu und das wiederum bedeutet, naja, nach 6 Stunden habe ich das ursprüngliche Volumen aber um 350 Kubikmeter reduziert. Oder ganz einfach ausgedrückt, und so könnte man es dann im Antwortsatz schreiben, alle 6 Stunden reduziert sich das Volumen um 350 Kubikmeter. Okay, und jetzt sollen wir das anhand des Wertes t gleich 5 mal verifizieren oder falsifizieren. Also, für t gleich 5. V von 5 plus 6, also V von 11, lese ich jetzt hier ab. Und das sind ungefähr 200. Also die Frage ist, V von 11 ist das gleich V von 5 minus 350. Ich setze mal ein Fragezeichen drüber. Das sind also ungefähr 200. V von 5 hatten wir vorhin schon abgelesen, das waren 490. Ja, und 200 ist nicht das gleiche wie 490 minus 350, das ist nämlich 140. Und damit ist diese Aussage falsch. Also die Aussage ist falsch.